Welcome back, Ladies and Gents. Ich bin Daniel Korte und in diesem Video stelle ich euch meine Top 4 Übergangsjacken vor für den Herbst. Ja Leute, langsam aber sicher wird es ein wenig kälter und ein bisschen ungemütlicher draußen und irgendwie ist es noch ein bisschen zu warm für eine Winterjacke und irgendwie auch schon zu kalt für eine Sommerjacke. Und meine Mutter hat damals immer gesagt, jetzt ist es Zeit für den Anorak. Leute, was für ein Wort, der Anorak. Wenn jemand da draußen das Wort von euch auch kennt, ja, dann mach mal Hashtag Anorak in die Kommentare rein. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt meine Top 4 Übergangsjacken vorstellen, die ihr ideal für den Herbst tragen könnt. Falls du da draußen noch nicht Teil meiner Community bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das wirst. Ja, dazu musst du einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Lust hast, schalt auch gerne die Glocke ein. Dann kriegst du nämlich immer eine E-Mail, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und wenn du magst, kannst du mir natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Dort gibt es aber eher so privatere Einblicke von mir, als auch einige Outfit-Posts. Kommen wir zur ersten Jacke, die sich gerade für den Anfang des Herbstes super gut eignet, und zwar zur Jeansjacke. Jeansjacken gibt es generell in super vielen verschiedenen Farben, auch in verschiedenen Styles. Von richtig Used Look bis Used Look zu einer normalen, klassischen, schlichten, clean Jeansjacke, die ich hier zum Beispiel auch trage von Zara. Da gibt es wirklich super viele verschiedene Varianten. Egal was für einen Style du haben möchtest, du wirst auf jeden Fall fündig. Und zudem sind Jeansjacken auch relativ preiswert. Die Jacke, die ich jetzt zum Beispiel hier trage, ist zum Beispiel von Zara, hat mich so circa 60 Euro gekostet oder 50 Euro. Also auf jeden Fall eine gute Alternative für den Herbst. Kommen wir jetzt zu einer Jacke, die auf gar keinen Fall in einem Männerkleiderschrank fehlen darf, und zwar zu einer Lederjacke. Leute, ich sage es immer wieder, eine Lederjacke ist auf jeden Fall ein Must-Have für jeden Männerkleiderschrank. Ich persönlich habe mittlerweile schon 4 verschiedene Lederjacken, oder 5 sind es mittlerweile, glaube ich. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, check das hier oben gerne mal aus. 4 Lederjacken zu besitzen ist aber absolut kein Muss. Allerdings solltest du eine Lederjacke definitiv im Kleiderschrank haben, und das ist eine schwarze, clean, schlichte Lederjacke, die ich jetzt hier auch trage. Und ich persönlich liebe Lederjacken, gerade in Kombination mit einem Turtleneck oder mit einem Rollkragenpulli sind Lederjacken wirklich A, super elegant und B, perfekt für den deutschen Herbst. Und by the way, wenn du wissen möchtest, wie man Lederjacken zum Beispiel ganz flexibel kombinieren kann, dann check dieses Video hier oben auch gerne mal aus. Kommen wir zur nächsten Jacke, und zwar zur Bomberjacke. Bomberjacke gibt es ähnlich wie Jeansjacken in vielen verschiedenen Farben, vielen verschiedenen Modellen. Und ich trage hier zum Beispiel eine Bomberjacke in Bordeaux von Zara mit Taschen. Und die Jacke auch in Kombination mit einem Turtleneck oder mit einem Rollkragen sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Bomberjacken eignen sich wirklich super für den Herbst und die findest du eigentlich auch in jedem zweiten Geschäft. Allerdings musst du beim Kauf auf ein paar Punkte achten. Als allererstes solltest du beim Kauf bei einer Bomberjacke darauf achten, dass die Ärmel, der Kragen als auch der Bund, wo meist ein bisschen was vernäht ist, dass der wirklich sehr hochwertig aussieht. Weil wenn das nämlich nicht hochwertig ist, dann kann es sein, dass im Laufe der Zeit die Ärmel als auch der Bund so ein bisschen ausleiern und das ein bisschen so filzt, und dann sieht das ganz schnell ganz billig aus. Aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, dass du darauf beim Kauf auf jeden Fall achtest. Außerdem solltest du bei einer Bomberjacke darauf achten, dass der Fit richtig gut sitzt. Ich persönlich bin zum Beispiel etwas größer und bei mir ist es halt so, wenn ich eine Bomberjacke trage, dann ist es ganz oft der Fall, dass es hinten so ein bisschen flattert, dass die einfach hinten nicht vernünftig sitzt, und das sieht halt gar nicht cool aus, wenn eine Bomberjacke irgendwie so hinten ein bisschen flattert. Von daher musst du auf jeden Fall darauf achten, dass die wirklich richtig gut sitzt. Und wo wir gerade schon beim Fit sind, der dritte Punkt, worauf du achten solltest, ist, dass die Bomberjacke auf jeden Fall nicht zu klein sein sollte, denn Bomberjacke soll immer noch Bomberjacke sein. Und da du da draußen dir gerade dieses Video anschaust, interessierst du dich auf jeden Fall für Outfit und Stylings. Und aus dem Grund kann ich dir an dieser Stelle auch ein richtig gutes E-Book empfehlen. Kannst du dir einfach ganz easy auf dein Smartphone runterladen. Das ist ein E-Book zum Thema Outfit und Styling, gerade für uns Männer, und zwar der Men's Style Guide. Aus dem habe ich mir persönlich auch einige Tipps rausgezogen, und mit dem Gutscheincode DANIELKORTE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Also solltest du auf jeden Fall mal auschecken. Zu guter Letzt kommen wir zu einem ganz eleganten Klassiker, und zwar zu einem Trenchcoat. Trenchcoats sind genau für diese Übergangsphase für den Herbst entworfen worden und sind wirklich ideal für den Herbst. Trenchcoats sind meistens eher Doppelreiher, und die Trenchcoats wurden, by the way, auch von Thomas Burberry erfunden, also der Gründer von der Marke Burberry. Ich persönlich habe jetzt nicht so ganz tief in die Tasche gegriffen und habe mir einen Trenchcoat von Burberry gegönnt, sondern einfach einen ganz schlichten Trenchcoat von Zara. Charakteristisch für den Trenchcoat sind übrigens auch diese Rundgürtel, mit denen man den Trenchcoat etwas enger schnallen kann, als auch die Klappen und auch einige Taschen, die man hier und da bei einem Trenchcoat auch mal sieht. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Franziska La Sale. Franziska, vielen lieben Dank für deine Unterstützung und für deinen Support hier auf YouTube.
Und wenn du da draußen auch mal begrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Die Nummer zum Community-Phone findest du in der Infobox. Einfach eine WhatsApp-Nachricht durchschicken mit deinem Vor- und Nachnamen und vielleicht wirst du dann beim nächsten Mal schon gegrüßt. Wenn du mehr Videos sehen möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann schau einfach mal hier oben vorbei. Und wenn du mein neuestes Video noch nicht gesehen hast, dann check dieses Video hier oben gerne mal aus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn deine Mutter auch einen Anorak trägt, ja, dann gib ihr auch einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Herbst mit richtig coolen Jacken und richtig schönen Stylings. Haut rein, macht's gut, peace out.